Herzlich willkommen zum letzten Advent-Impuls in diesem Jahr. Das Warten hat nun bald ein Ende. Wir stehen kurz vor Weihnachten, dem Fest der Geburt des Herrn. Das tiefe und unauslotbare Geheimnis von Weihnachten ist die Menschwerdung Gottes. Um Menschwerdung geht es auch in der Geschichte, die ich euch nun erzählen möchte. In einem großen Wald lebten ein Riese und ein Zwerg zusammen. Sie waren sehr alt und von allen Riesen und Zwergen die Letzten. Jeder fühlte sich auf seine Art einsam, aber beide wünschten sich nicht so sehr, als sich in eines jener Wesen zu verwandeln, die sich Menschen nannten. Aber wenn du denkst, der Riese und der Zwerg hätten sich gegenseitig getröstet, dann irrst du dich. Je älter sie wurden, umso mehr fingen sie an, einander zu quälen und sich das Leben schwer zu machen. Der Riese zeigte dem Zwerg seine Riesenfäuste. Er blies ihm seinen Atem ins Gesicht oder er stemmte ihn in die Luft, setzte ihn auf den Gipfel einer Tanne und sah lachend zu, wie er mühsam wieder hinunterkletterte. Der Zwerg dagegen zeigte dem Riesen seine Zwergenzunge. Er verspottete ihn mit Worten oder er schlich ihn heimtückisch an, zwickte ihn in die Waden und sah lachend zu, wie er vergeblich nach dem Übeltäter suchte. Aber trotzdem blieben sie einer in des anderen Nähe. Sie brauchten einander, weil sie sonst niemanden hatten, den sie mit groben Fäusten ängstigen oder mit einer bösen Zunge kränken konnten. Die Tiere des Waldes gingen den beiden schon längst aus dem Weg. Eines Tages fanden sie einen winzigen Vogel. Es war ein Vogel, wie sie noch nie einen gesehen hatten. Er war grau und unscheinbar, ein Vogel ohne Namen. Er lag auf der Erde und schaute sie mit seinen runden Augen bittend an. Sie hoben ihn auf und bauten ihm ein Nest. Sie gaben ihm zu essen und gaben ihm zu trinken. Und abwechslungsweise wachten sie bei ihm, um ihn vor seinen Feinden zu schützen. Der Zwerg staunte, wie behutsam der Riese mit seinen groben Fäusten den Vogel zu streicheln vermochte. Und der Riese staunte, wie gut es dem Zwerg mit seiner bösen Zunge gelang, den Vogel zu trösten. Der Riese und der Zwerg hatten mit der Pflege des verwaisten Vogels so viel zu tun, dass sie darob vergaßen, sich gegenseitig zu quälen und sich das Leben schwer zu machen. Der Vogel wurde dabei von Tag zu Tag kräftiger, und als er anfing, seine Flügel zu strecken, sahen der Riese und der Zwerg mit Verwunderung, dass jede seiner Federn eine andere Farbe bekam. Und sie vertieften sich so sehr in den Anblick der bunten Federn, dass sie gar nicht merkten, wie nicht nur der Vogel, sondern auch sie selbst sich verwandelten. Der Riese wurde kleiner und kleiner, der Zwerg aber größer und größer. Erst als sie sich auf gleicher Höhe gegenüberstanden und sich zum ersten Mal richtig in die Augen sahen, hörte der Riese auf zu schrumpfen und der Zwerg hörte auf zu wachsen. Ihr Wunsch war in Erfüllung gegangen. Sie waren zu Menschen geworden. Können wir die Einladung Gottes, mach's wie ich und werde Mensch, annehmen? Geht es an, dass Gott Mensch wird und kein Mensch lässt ihn ein? Geht es an, dass Gott Mensch wird und Kinder weinen noch immer? Geht es an, dass Gott Mensch wird und Menschen abseits stehen müssen? Geht es an, dass Gott Mensch wird und kein Mensch ändert sich? Scheuen wir uns nicht,
Tag für Tag ein Stückchen menschlicher zu werden. So wie der Riese und der Zwerg in der Geschichte. Vielleicht leuchtet dann wieder mehr Licht auf in dieser Welt.